Der Titel der Ausstellung heißt Auf den Spuren der Erfindung, Untertitel Bildhauer zeichnen. Damit ist gesagt, dass wir Zeichnungen zeigen von Bildhauern, die natürlich in irgendeiner Verbindung mit der Akademie stehen sollen. Und solche Zeichnungen, in denen die Bildhauer sich Gedanken machen über zukünftige Werke mit Konstruktionszeichnungen, mit einfach hingeworfenen kleinen Skribbeln, mit Skizzen oder zur Kontrolle mit Zeichnungen, die nach der Vollendung der Skulptur entstanden sind. Die Akademiegalerie befindet sich damit in der Tradition ihrer Sammlung, die im 18. Jahrhundert als Zeichnungssammlung von Lambert Grahe begonnen worden ist. Und da die Museen heute nicht mehr so sehr viel Gewicht auf die grafischen Kabinette legen, sind wir eine Institution, die gerade das betont, um so etwas das auszugleichen, was an Defiziten im üblichen und anderen Museumswesen entstanden ist. In früheren Jahrhunderten entstand Kunst aus Nachahmung, entweder aus der Nachahmung zum Beispiel antiker Kunstwerke oder aus der Nachahmung der Natur. Seit der Moderne, also seit ungefähr 1800, hat sich das völlig verändert. Die Neugier der Künstler ist die Grundlage von Kunst. Kunst soll immer etwas Neues bieten, soll neue Sichten auf die Welt eröffnen, soll neue Werke produzieren. Sie richtet sich nicht in die Vergangenheit. Das ist eine Grundlage für die Auswahl der Werke in unserer Ausstellung. Werke von Bildhauern, die Skizzen, Konstruktionszeichnungen, einfach hingeworfenen, schnell gemachten Entwürfen auf neue Werke zielen. Fortschritt entsteht, wenn also aus diesen Skizzen dann ein Werk entsteht. Fortschritt in der Kunst im Sinne Fortschritt wie in den Naturwissenschaften gibt es eigentlich nicht. Sonst würden wir ja auch Werke älterer Künstler gar nicht mehr anschauen. Insofern sind diese beiden Begriffe in unterschiedlich markanter Weise für das, was wir zeigen, verantwortlich. Über das Morgen hinaus, das Motto aller Ausstellungen ist Gott sei Dank sehr weit gefasst, sodass man das ganz verschieden interpretieren kann. In früheren Zeiten war es so, dass die Künstler gar nicht große Freiheiten hatten, über das Morgen hinaus zu denken, sondern sie bekamen Aufträge. Und diese Aufträge mussten in einer bestimmten Zeit erfüllt werden. Heutzutage, oder zumindest seit dem Beginn der Moderne um 1800, haben die Künstler eine ganz andere Situation. Sie werden fast nie beauftragt, sondern müssen sich selbst beauftragen. Das heißt, sie müssen ununterbrochen an ihrer Position innerhalb eines bestimmten Kunstzeitraums denken, aber sie müssen eben auch an konkrete Werke denken, die sie heute entwerfen und die wahrscheinlich auch über das Morgen hinaus zu weiteren Werken führen werden. Und das ist die Situation, die wir zeigen mit den Bildhauerzeichnungen, die zu Werken führen innerhalb des Rahmens der Quadriennale mit dem Motto über das Morgen hinaus.